liebe Freunde der großen Kleinbahn, es ist mal wieder Mittwoch. Ich habe Husten immer noch. Das ist so ein bisschen der Grund, weshalb es bei den Videos jetzt ein bisschen dünn war bei mir. Ich sitze übrigens in meinem Auto, man hört es vielleicht von der Geräuschkulisse, aber es ist draußen dunkel und deshalb weiß ich nicht, ob ich jetzt das Originalbild hier einspiele, das ist jetzt nach vorn gerichtet auf die Straße, oder ob ich da irgendwas anderes, irgendwelche Farben, Züge, keine Ahnung, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber zurück zum Thema. Ja, es gab so ein bisschen, Sache Gruppenzeit. Ich hatte eigentlich versprochen, dass es mindestens ein Video gibt vom Epoche 3 Treffen in 30K-Muckern. Davor war ich auf der Messe in Leipzig, da hat es ja ein Video gegeben. Und ja, wie das eben so ist auf der Messe, habe ich mir dort scheinbar Corona geholt. Könnte ich nicht zum Fremdtreffen gehen, zum Epoche 3. Ja, das Treffen hatte ja auch, also zumindest bei uns in der Gruppe, ein bisschen Diskussionen ausgelöst, wobei ich da völlig verschiedene Ansichten dann, also als wir dann das Epoche 2 Treffen hatten und ich dann mal nachgefragt habe, also es gab Leute, denen waren einfach zu viele Menschen da, also auch zu viele Unangemeldete als Besucher, weshalb es eben die Idee gab, beim Epoche 2 Treffen die Besucher einzuschränken. Weshalb ich dann hier so ein Mittwochsvideo gemacht habe und gebeten habe, bitte kommt nicht vorbei, zumindest nicht unangemeldet. Ich hatte dann zwei Slots für Leute, die doch kommen durften. Das waren quasi die, die sich am ersten, am zeitigsten angemeldet hatten. Ja. Diskussion ist noch, die ist noch nicht beendet. Es gab dann durchaus Stimmen, die sagen, nö, das war doch prima, das war doch toll. Also die das Empfinden gar nicht hatten und überhaupt nicht verstehen konnten, wie man da auf solche Ideen kommt. Also da ist halt jeder ein bisschen anders. Ja, also Diskussion, die geht noch weiter. Ich würde dann beim nächsten Treffen mal Bescheid sagen, wie es aussieht, aber es wird letztendlich so sein, dass man sich bald zeitig genug anmeldet und dass natürlich dann auch Leute ja, vielleicht ein bisschen bevorzugt werden, die vielleicht Interesse haben und sich das anschauen wollen, für sich rausfinden wollen, ob das was für sie ist. Das ist dann natürlich auch besonders günstig, wenn man dann eben nicht am Samstag kommt, sondern, also da, wenn alle kommen, ne? Sondern schon am Donnerstag zum Aufbauen. Das ist auch für einen selber vielleicht das günstigste, einfach weil das der Tag ist, wo man dann so die ganzen Fehler, die alle anderen schon gemacht haben, dann zu Gesicht bekommt. So natürlich die eigenen Fehler vermeiden können. Also das ist ja so viel erstmal zu dem Fremdtreffen. Es gab also eine Pause, ich habe jetzt mehrere Projekte gleichzeitig. Ich war auf einer Modellbahnausstellung in Gera, das Video habe ich noch nicht geschnitten. Das habe ich noch nie mal angefangen, weil jetzt erstmal Fremdtreffen war. Auch die Ausstellung in Leipzig war, wo ich halt so ein bisschen besonderes Anliegen hatte, was da eine bestimmte Anlage betraf. Wo übrigens mir ein Foto geschickt wurde von jemandem, der da relativ spät dort war, also irgendwie am 16. oder 17.
also kurz bevor die Asche geschlossen hat. Da hängt dort ein Zettel dran an der Anlage, dass sie nun doch verkauft wird. Und zwar an den Modellbahnpark, oder nee, oder Eisenbahnpark, wie ist das gerade, Modellbaupark Auenheim. Das ist auch im Süden von Leipzig. Also auch nicht so weit weg von 30 km, wo wir unser Firmentreffen ist. Also Einzelheiten weiß ich natürlich nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die ganzen Fahrzeuge mitverkauft werden. Weil wenn die nur die Anlage kaufen, dann wird dort wahrscheinlich dann auch irgendwie umgestellt auf DR-Betrieb. Also auf Mehrbauer 3-4. Ja, das werden diejenigen, die jetzt diese Erbauung bevorzugen, die werden das toll finden. Aber es ist nun mal eine Erbauer 2-Anlage. Eine der wenigen. Da wäre es also für mich schade, wenn sie ein Bucher wechselt. Ja. Naja, dann habe ich jetzt zwei Videos geschnitten. Erstmal für das Fremo-Treffen, also ein Bucher 2 Fremo-Treffen in 30 km. Und ja, muss ich mal schauen. Also, müssten jetzt, wenn das Video jetzt hier läuft, müssten ja alle Bilder schon gelaufen sein. Ich werde mich jetzt hier die nächsten Tage hinsetzen und den ganzen Rest schneiden. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viele Teile ich das verteile. Es kann sein, dass es noch zwei kürzere Videos gibt. Aber einmal gibt es ein Bergwerk soll das mal werden, da war die Gleisanlage fertig. Das ist aber ein ganz besonderes Gleis, das ist eigentlich mein eigenes Video wert. Das wird aber dann nicht so lang. Und dann hat mir ein, bei YouTube sehr bekannter Modellbahner quasi in das Handy gesprochen und hat einen Lok erklärt. Da weiß ich noch nicht, das werde ich wahrscheinlich auch als eigenes Video machen. Das ist eine kleine Überraschung, wer das dann ist. Ne? Also viele, die jetzt meinen Kanal kennen, oder fast alle sollten ihn auch kennen. Schauen wir mal. Ja, das ist das, was uns jetzt die nächste Zeit erwartet. Es gibt doch so diverse Projekte. Also ich hatte ja mal angefangen mit dem Jahrbuch der Erfindung. Da ist auch schon, zumindest sind die Mädchen schon im Video drin. Ich muss den einzelnen Bildern bloß mal noch recherchieren, dass ich da keinen Unsinn erzähle. Also auch da gibt es einen zweiten Teil. Ich kann nur nicht sagen, wann. Also kann sein, dass ich jetzt über Weihnachten, Neujahr jetzt dazu komme, das auch noch zu schneiden. Müssen wir noch mal sehen. Naja, und dann gibt es ja immer noch diese Betriebsvideos, ne? Also Modellbahnbetrieb. Wo ich aber, muss ich sagen, ich habe da auch schon angefangen. Also ich habe da auch schon Bilder zusammengestellt. Aber das hat im Moment noch nicht Hand und Fuß. Also da brauchst du noch so ein bisschen ein Drehbuch. Da hat mir so ein bisschen die Zeit gefehlt, mich da intensiver damit zu befassen. Also man braucht da ja auch ein bisschen Luft. Ne? Es kann sein, dass ich die jetzt habe zwischen Weihnachten und Neujahr. Achso, und dann verreise ich noch. Da hoffe ich, dass ich da auch ein bisschen Eisenbahn auf der Reise, ist noch geheim, wo es hingeht und auch wann. Dass ich auf der Reise auch noch so ein bisschen was Eisenbahntechnisches einfange. Also es wird dann eine preußische Staatsbahn gehen, das kann ich gar nicht schon verraten. Aber schauen wir mal. Also das wird auch bestimmt noch ein Video, wenn ich wirklich dazu komme, da wirklich genug Aufnahmen zu machen. Ja. So viel erstmal dazu. Ja, achso, ja, ganz wichtige Sache, hätte ich beinahe vergessen. Es ist
sind mal wieder 100 Abonnenten dazugekommen. Also wenn ich so das letzte Mal geguckt habe, waren es 1600 und ein paar. Ja, möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr so fleißig abonniert habt. Die es noch nicht getan haben und hier in solche Videos reinstolpern wie dieses. Also man kann das ändern, ne? Also man kann, da gibt es so, Schaltflächen, da klickt man oder tippt man da mal drauf, je nachdem mit was für Gerät man hier bei YouTube unterwegs ist. Da gibt es noch so eine Glocke, ne, wenn man dann auswählen kann, ob man wirklich alles sehen will, was der Betreffende dann so vom Stapel lässt oder bis ab und zu mal. Ja, wäre schön, ne? Also natürlich nur, wenn euch das interessiert, was ich hier so mache. Ich habe zwar auch eine Zeit lang so ein bisschen den Standpunkt vertreten, also alle Modellbahn-YouTuber gibt es ja reichlich, abonnieren sich alle gegenseitig, um die anderen zu unterstützen. Da bin ich auch kritisiert worden, aber ich bin eben der Meinung, die ersten 100 Abonnenten sind die schwierigsten. Und es gibt ja mehr als 100 Modellbahn-YouTuber. Ja, es werden mehrere hundert sein. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, auf den Weg jetzt 200 Abonnenten kriege, dann habe ich einfach einen Start. Und naja, dann werden die Videos auch gesehen. Also das Entscheidende sind eigentlich die Zugriffe, ne? Also umso mehr gesehen wird, umso mehr wird es vorgeschlagen. Umso mehr vorgeschlagen wird, umso mehr sehen es dann wieder. Umso mehr sehen, umso mehr Abonnenten hat man. Und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist doch schön, wenn man jetzt anfängt und was weiß ich, es gibt ja auch die Formate. Es gibt ja jetzt zum Beispiel zwei Rheinländer stellen vor. Jetzt ganz bewusst Leute raussuchen, die irgendwas Tolles machen, die auch so vom Typ her jetzt naja, ein bisschen was hermachen. Ne? Das sind dann Leute, die haben dann, weiß ich nicht, 100 Abonnenten und nachdem sie vorgestellt wurden, haben sie 300, 400, 500. Ja, das ist doch eine tolle Sache. So, ich habe, weiß ich, mit 1600. Ich glaube, da lohnt sich das noch nicht, wenn ich mir großartig Kanäle vorstelle, weil die haben alle beide, weiß ich, weiß nicht alles im Kopf, aber auf jeden Fall deutlich über 2000, ich glaube auch über 3000, wenn ich gerade mal 5000 habe. Also da hat man viel mehr Reichweite, um dann sowas zu machen. Zumal sie ja noch alle beide, man muss das ja, gut, viele haben alle beide Kanäle abonniert, auch sicher auch nicht alle. Also es wird sich jetzt nicht verdoppeln, dass sie dann zusammen hier 10.000 haben oder so, aber so den einen oder anderen Taster kommt da noch zusammen. Ja, das ist, wenn ich auch irgendwann mal so viele Abonnenten habe, dann mache ich das auch. Ne? Dann stelle ich auch andere Modellbahn-YouTuber vor. Das ist auch ein Format, wo ich auch dran rumdenke, auch schon seit mindestens 2 Jahren, dass ich jetzt nicht, dass ich also Leute besuche und dann nicht jetzt unbedingt den Modellbahner, sondern vor allem die Anlage vorstelle. Ja, vorzugsweise natürlich Leute, die keinen eigenen YouTube-Kanal haben. Ja, dass man da mal. Das ist so ein, was mir noch so vorschwebt. Allerdings ist das natürlich auch technisch ein bisschen aufwendig, weil man kann natürlich nicht in jeder Wohnung, also wenn ich so sehe, wenn manche so ihre Anlage filmen, da in irgendeiner völligen Finsternis und man dann erstmal irgendwelche Lampen aufbauen muss, die man eigentlich gar nicht hat. Also ich hätte schon, aber das sind eben keine richtigen Fotolampen, das sind eben irgendwelche so LED-Bauleuchten, weiß ich nicht, also wenn man die durch die Gegend schleppt, dann warten wir erstmal eine Stunde lang auf. Das zweite Problem ist der Ton, also ich filme ja immer mit dem Handy.
Also wenn da jemand ein bisschen weiter weg ist und da in das Handy reinspricht, also weiß ich nicht, ob das, deshalb, ich habe einen Bekannten, mit dem ich das ausprobieren will, aber der will eben erstmal seine Anlage fertig bauen. Na, also ich ist die fertig, da ist hier und da dort, fehlt mal zentimeterweise ein Stück Landschaft, also das würde jetzt niemanden stören, aber er will sie eben erst fertig bauen. Und da der auch ein Fremder ist, und zusätzlich noch die Heimanlage hat und natürlich auch für den Fremder überhaupt zu tun hat, ist natürlich die Frage, wann er eben die Heimanlage mal fertig macht. Das kann noch dauern. Und somit schiebt sich dieses Projekt natürlich immer weiter nach hinten. Es gibt dann noch Kollegen in Dresden, den ich auch schon seit vielen Jahren kenne. Der ist nicht in Bremen. Habe ich jetzt zwar auch lange keinen Kontakt gehabt, aber da hatten wir uns eigentlich auch schon ausgemacht, dass wir da mal, dass ich mal besuche, da kam dann Corona dazwischen. Was jetzt eigentlich vorbei ist, aber es ist eben auch wieder die Frage mit Licht und Ton. Also ich, gerade wenn ich da jetzt nach Dresden fahre, dann bin ich da den ganzen Tag unterwegs und gut, ich hab da, kann da nette Besucher machen, aber ob ich da wirklich zum Filmen komme, weiß ich nicht. Ja, ich bin mir da noch ein bisschen unsicher. Ja. Na gut, also ich glaube, ich habe euch jetzt lange genug zugelabert. Wenn das Video online geht, ist schon Weihnachten schon vorbei. Das heißt also, ich hilft nichts mehr, euch schöne Feiertage zu wünschen. Ihr habt dann sozusagen euren Weihnachtsbraten schon überlebt. Ja, und dann wünsche ich euch einen schönen Rutsch, also einen guten Rutsch und ein schönes neues Jahr. Erstmal Gesundheit im neuen Jahr, das ist immer das Wichtigste. Und die Gesundheit macht auch Modellbahn keinen Spaß. Die Leute, die in dieser Frage ihre Problemchen haben, dann wünsche ich eine gute Genesung. Und ansonsten, ja, viele schöne Modellbahnerlebnisse. Ja, vielleicht das eine oder andere mit meinen Videos. Oder was weiß ich, vielleicht läuft man sich mal über den Weg auf irgendeiner Ausstellung oder was auch immer. Ja, soweit so gut. Wir sind am Ende meines Gelabers angekommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht was draus.